Guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Loom. Hier ist wieder der Matti und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn ich werde euch jetzt nochmal vorlesen, was bei Heilen steht. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Wir haben im letzten Part den neuen Zauber Heilen gekriegt und ich habe es euch noch nicht vorgelesen. In Band 19 ihrer kurzen Geschichte der Gilde der Weber, Druckergilde 5620, beschreibt die drittälteste Lazy Kate, wie schon 1716 Verbände mit diesem Spruch behandelt wurden. Die vier Noten haben inzwischen geradezu universelle Bedeutung und können auf praktisch alles gesponnen werden. Mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Er wirkt nicht auf den WH selbst. Auf den Weber selbst. Das ist nicht schön, ne? So, und da ich nicht sterben möchte, möchte ich jetzt erstmal einen neuen Spielstand machen. Das Ding ist aber, dass wir wahrscheinlich auch noch zwei, drei Sachen hier übersehen können und jedes Mal durchspielen irgendwie anders sein wird. Aber jedes Mal durchspielen auch ein bisschen schöner sein wird als das Mal davor. Okay. Jetzt bin ich hier leider im Dunkeln, aber wir haben ja Dunkelsicht, deswegen zaubern wir einmal hier. Dafür muss er natürlich hier mitten in die Nightmare-Veranstaltung gehen. Ah. Guten Morgen. Und schon können wir alles sehen. Nicht allzu weit, aber zumindest ein bisschen. Hier kommen wir durch. Hallo? Ach, das ist so eine Geschichte. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier alles finden werden. Das sieht schon mal so aus, als wenn wir hier weiterkommen. Ah. Und gelinde gesagt finde ich das ein wenig ungünstig, aber naja. Okay. Das sieht schon ein bisschen wichtig aus hier, ne? Oho. Sind wir nicht gleich schon draußen hier? Ach, guck mal, einer staunt. Wir sind im Vordergrund. Wir haben es geschafft, Mami. Endlich. Ist hier was? Hier ist eine Treppe, die führt runter. Okay. Jetzt sind wir hier. Ach, was schön. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es nur einen Weg gibt. Das macht mich glücklicher. Scheiße, es gibt mehr als einen. Na gut. Ich akzeptiere das. Es kann wirklich sein, dass ich jetzt schon weiterkomme, ohne eigentlich weiterkommen zu wollen. Was aber immer noch besser ist, als eine ganze Woche hier im Kreis zu laufen. Das schädigt ja nur Herz, Nieren und Augenbrauen. Ah, au! Ich glaube, da werde ich nicht zurückgehen. Na gut. Dann speichere ich mal hier und lade mal den davor. Ich gehe mal davon aus, dass man da nur eine halbe Stunde im Kreis rennt, aber ist okay. Dann haben wir zumindest einmal uns das angesehen. Und die Musik ist dafür, dass es so ein altes Spiel ist, doch eigentlich ganz malerisch. Ich weiß nicht, ich finde die schön. Kann Musik malerisch sein oder ist sie eher sonor? Man weiß es nicht. C, D, D, C. Ich sehe alles. Okay, kann ich da rechts lang? Geht's da rein? Nee, hier ist eine Sackgasse. Okay. Was ich nicht gemacht hatte, war hier weiterzugehen, hier weiter nach links. Wenn es da überhaupt so etwas wie ein Weiter gibt. Oha, dann sind wir hier unten. Gar vorzüglich. Hier ist nichts. Ein kleiner Tümpel, sonst gar nichts. Komme ich hier irgendwie weiter? Auch ich finde das ja schön, wenn man in solchen Spielen über und unter irgendwelchen Brücken durchlaufen kann. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich kann keiner von euch so gerade nachvollziehen, warum ich das hier gerade so schön finde, aber irgendwie. Ich finde, bei Loom passt einfach alles. Das ist so ein Spiel, was einfach einem ein positives Gefühl vermittelt, auch wenn es da um Kriege und getötete Schafe und so weiter geht, finde ich doch, dass man hier ein bisschen Freude dran haben kann.
Okay. Das bedeutet mir aber auch, dass ich jetzt hier doch ganz gut gelaufen bin. 5 Minuten im Part und wir sind nur durch diese Höhle gelaufen, aber ist okay. Wir können unsere Zeit auch schlechter benutzen. Wir könnten zum Beispiel Grill den Hänsler gucken. Falls wir unsere Zeit wirklich vergeuden wollen, können wir das theoretisch tun. Machen wir aber nicht, denn... Machen wir einfach nicht. Okay. Runter geht's. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. Wo sind wir denn als erstes lang? Ich glaube, da sind wir lang, ne? Dann gehe ich mal hier rein. Hallo? Hier geht's nicht mehr weiter. Ich wollte schon sagen, wohin steigert sich die Musik denn da gerade? Auf einmal wird hier Thunderstruck gespielt und keiner weiß warum. Das weiß man wirklich nicht. Obwohl, es gibt eigentlich gute Gründe, Thunderstruck zu spielen. Grund 1 wäre natürlich, dass das Lied einfach geil ist. Ich glaube, da werde ich nicht zurückgehen. A, D, D, Ada. Ada. Ist das mein Spiegelbild? Ada. Schauen wir mal in das schlaue Buch. Was sagt ihr denn dazu? Spiegelung. Dieser Spruch wurde von der Gilde der Tänzer in Auftrag gegeben, um die lästigen Kostümwechsel zu beschleunigen. Premiere hatte der Spruch beim 500. Jahrestag der Aufführung des klassischen Balletts Ulema. Wenn dieser Spruch vernünftig gesponnen wird, nimmt der Weber das Aussehen des Verzauberten an und umgekehrt. Der Spruch ist übrigens aus dem Brunftschrei des spaltzüngigen Chamäleons abgeleitet. Aha. Na gut. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Geht's hier rechts lang? Ach, hier vorne sind wir. Das muss man mir auch erstmal erklären, wie das funktioniert. Nee, ich will noch eine Sache versuchen, bevor wir jetzt hinter dieses Ding gehen. Ich werde noch versuchen, das Wasser zu leeren, das heißt auszuschlürfen. Aha. Tendenziell wunderbar. Was haben wir hier denn? Eine Sphäre. Aha, ein Vulkan. Schön. Was hat die noch zu bieten? Ein Schwan. Und was noch? Mann, ist sehr schön. Und da ist der Vulkan wieder. Na gut. Mit so einem Stab durch die Gegend zu wandern ist auch viel schöner. Okay, geht sie wieder runter? Aha, so, okay. So, trotz allem werde ich jetzt hier nochmal speichern. Nee, das soll kein Autosave sein, das soll ein richtiger Save sein. So kompliziert das auch ist. Okay, bin ich jetzt wieder draußen? Ja, damit wäre ich wieder draußen. Was aber jetzt noch nicht das ist, was ich machen möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich sonst etwas verpassen könnte. Ach nein, ich kann da nicht weiter. Ja, ist okay. Haben wir das geklärt. Raus hier. Raus. Ach Mensch. Okay.
Hier kriegt man wohl selten Handwerker. Ach, das ist. Ah, schaut euch das mal an. Gibt es einen Spruch für Fliegen? Glaube ich gar nicht, ne? Das wäre cool. Aber, nee. Wenn man fliegen möchte, muss man sich in den Schwan verwandeln. Und in den Schwan verwandeln, das ist nicht so geil. Ist das eigentlich eine Erlösungsmetamorphose oder eine Bestrafungsmetamorphose? Weiß man nicht, ne? Ich weiß es nicht. Was war nochmal der dritte Metamorphosentyp? Bin mir jetzt gerade unsicher. Lukan-Transformation, Io und Daphne gibt's, aber ich habe keine Ahnung mehr, was der dritte wirklich für eine Bedeutung hatte. Erlösung und Bestrafung ist ja eigentlich ganz gut. So, wie wäre das denn mal? Ich glaube, ich entwirre diesen, was auch immer das ist mal. Ach Scheiße, nee, nicht drehen, sondern entdrehen. Die sieht schon verdreht genug aus. Dann können wir uns hier eine Rutsche bauen. Ich glaube, das ist kein Spruch. FF. CCFCC. Ach, wie blöd bin ich eigentlich jetzt? CCFC. Da hast du es. Schade, ich dachte, ich kann jetzt hier runterrutschen. Aber rutschen ohne Geländer ist auch ein bisschen gefährlich. Gebe ich zu. Ein klein bisschen. Kennt ihr diese Teppichrutschen, die es so gibt? Die im Stehen runter, die ganzen coolen Kids, denen dann die Zähne fehlen? Sieht für mich drüben! Brennt der Drache immer noch? Ach, guck mal, einer schön hier. Und auf geht's, wir sind in der Totenstadt. Hallo. Seltsamer Ort für ein Nickerchen. Er ist aber nicht tot, das ist gut. Sollen wir den mal wecken? IFGA. So einen Spruch bräuchte ich morgens auch. Hallo. Oh, du hast mich beim Nickerchen erwischt. Hab nie einen gesehen, der so angezogen war. Wie heißt du? Bobbin Threadbare von den Webern. Weber, wie? Deswegen diese tolle Kutte. Mein richtiger Name ist Wellrod, aber alle nennen mich Rusty, Rusty Nailbender. Ich sollte eigentlich Feuerholz sammeln, aber hier oben ist schon alles weg. Zu welcher Gilde gehörst du? Komm mit, ich zeig's dir. Junge, da ist Feuerholz, ich sehe das von hier. Schön. Da sind wir, die Gilde der Schmiede. Da wäre ich nie drauf gekommen. Unsere Stadt war schon vor den beiden Schatten hier. Wir nennen sie Forge. So, und was bringt einen Weber hierher? Ich suche nach einem Schwarm Schwäne. Hast du hier welche gesehen? Tut mir leid, hier gibt's keine Schwäne, allerdings eine Menge Schlangen. Ah, dieses Gerede macht mich ganz müde. Weck mich, wenn du die Schwäne findest. Ich habe noch nie einen gesehen. Ich glaube, es sollte eigentlich eine Trilogie werden, dieses Spiel. Das heißt, erst Loom, dann, ich glaube, das zweite sollte sogar Forge heißen. Und das dritte, I don't even know. Wo man dann am Anfang, also im ersten Teil natürlich Bobbin spielt, einen aus der Gilde der Weber, im zweiten dann einen aus der Gilde der Schmiede und im dritten, glaube ich, einen aus der Gilde der Schäfer oder so. Ich weiß auch nicht, das ist auch so gefährliches Halbwissen, was ich hier gerade habe. Hier ist doch Feuerholz. Ein kleiner Penner, also ich glaube, ich. Kann ich nicht so eine Spieluhr hier hinstellen, die den immer wieder weckt? Ich weck den jetzt nochmal. Mich würde übrigens mal interessieren, was passiert wäre, wenn ich versucht hätte, den Drachen einzuschläfern. Warum weckst du mich schon wieder auf? Lass mich schlafen, ja? Ja, und ihr legt euch jetzt auch wieder hin, ne?
Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.